Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf nunmehr eine neue Kandidatin für die Freiheitliche Partei Österreichs auch präsentieren. Sie wird auf der Bundesliste für uns ins Rennen gehen, nämlich Dr. Susanne Fürst, eine starke und erfolgreiche Frau. Dr. Susanne Fürst ist Rechtsanwältin, Partnerin in einer Rechtsanwaltskanzlei, nämlich Sachsinger und Kalupka. Wir können Offenheit und Toleranz nicht leben mit einer völlig verantwortungslosen, bescheuerten Willkommenspolitik. Das gehört abgeschafft. Nur die FPÖ ist hier glaubwürdig. Wir haben so viele Werte zu verteidigen. Selbstaufgabe und die Aufgabe unserer Errungenschaften ist kein Wert. Und wenn Robert Lugar jetzt sagt, Österreich hat eine weitere rot-schwarze Regierung nicht verdient, dann ist er in seiner ursprünglichen Familie, nämlich in der freiheitlichen Familie, wieder herzlich willkommen und spricht mit Sicherheit auch den meisten Wählerinnen und Wählern aus dem Herzen. Ich sage daher herzlich willkommen, lieber Robert Lugar, in der freiheitlichen Familie. Sie wissen das, dass ich immer wieder bei öffentlichen Auftritten gefragt wurde, warum ich denn freiheitliche Politik mache. Und ich kann heute nur sagen, ich kann keine andere Politik machen, denn ich bin im Herzen freiheitlich und daran wird sich nie etwas ändern. Und die Freiheitliche Partei steht bereit für eine Regierungsverantwortung. Es liegt nun an den Österreicherinnen und Österreichern, uns mit der notwendigen Stärke auszustatten, damit eben kein Weg an einer FPÖ-Regierungsbeteiligung vorbeiführt. Und ich sage daher, nur eine Stimme für die FPÖ kann eine weitere SPÖ-ÖVP-Regierung verhindern. Genug gestritten, Österreich hat genug unter Rot-Schwarz gelitten.